Ja, ein ganz herzliches Willkommen hier heute zum Power-Up-Event, dem Netzwerk-Event, mit dem wir Digitalisierung und Automation hier in unserer Region voranbringen. Und voranbringen heißt nicht nachmachen, denn wir wollen Neues schaffen. Das brauchen wir, um die Zukunft zu gestalten. Und deshalb haben die Campus Foundry und das CET heute hier Gründerinnen und Gründer, Studierende und die Industrie zusammengebracht. Mein Name ist Anja Moldén, ich bin die Geschäftsleiterin des Zentrum Industrial IT, in dem wir uns hier heute befinden. Wir sind ein Science-to-Business-Netzwerk für die industrielle Automation. Das heißt, bei uns arbeiten Wissenschaft und Industrie Hand in Hand zusammen. Wir beschäftigen uns mit Themen mit Industrie 4.0 und dem digitalen Zwilling. Das heißt, bei uns geht es immer um digitale Daten. Aber was es wirklich braucht, um die digitale Transformation umzusetzen, ist tatsächlich der Mensch. Ohne Menschen, die Hand in Hand an einem Ziel arbeiten, wird die digitale Transformation nicht gelingen. Und das sehen wir heute ganz beeindruckend hier mit dem Bühnenprogramm und auch in unserer Ausstellung, was möglich ist, wenn Menschen zusammen an einem wichtigen Ziel arbeiten. Das Bühnenprogramm heute beginnt mit der Vorstellung der Campus Foundry. Professor Hunold und seine drei Studierenden werden uns Einblick in die Arbeit der Campus Foundry und auch in den Masterstudiengang Entrepreneurship geben. Dann haben wir hier Zeit für drei Start-ups, die ihre Ideen, ihre Lösungen vorstellen, aber auch ein bisschen was erzählen, warum sie überhaupt gegründet haben. Und dann bekommen wir noch einen Einblick in die Filmwelt, nämlich in das Making-of des neuen Kinofilms, Kurzfilms zum digitalen Zwilling. Im Anschluss an das Bühnenprogramm ist es möglich, diesen Film als Premiere dann auch anzuschauen. Wir haben hier um die Ecke dann mehrfach heute Abend die Premiere des Films Digitaler Zwilling. Ja, und dann möchte ich noch Jens Kronsbein auf die Bühne bitten, weil ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Da müssen wir uns alle tatsächlich bedanken, weil diese heutige Veranstaltung wird gefördert vom Land NRW. Und Jens Kronsbein von der Bezirksregierung Detmold wird dazu noch einige Worte sagen. Herr Kronsbein, bitte. Ja, liebe Frau Moldén, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Studierende, liebe Unternehmen, ganz herzlichen Dank zu der Einladung Ihrer heutigen Veranstaltung zu dem Startup-Event Power-Up 2024. Ich meine, Frau Moldén, bereits schon zum dritten Mal, dass Sie die Veranstaltung machen für Unternehmen, für Startups, für die Studierenden zu dem Thema Gründung, Digitalisierung und Automation. Meine Damen und Herren, ich bin ganz froh, dass ich ein kurzes, wirklich nur ein kurzes Grußwort sprechen darf im Namen der Landesregierung, der Landesverwaltung. Und ich darf das auch machen im Namen unserer Regierungspräsidentin, Frau Anna-Katharina Bölling. Die ist heute auf einer etwas größeren politischen Veranstaltung in Berlin. Der ein oder andere wird das der Presse entnommen haben. Die wäre sonst gerne gekommen, aber ich darf herzliche Grüße ausrichten. Mein Name selbst ist Jens Kronsbein, meine Damen und Herren. Bezirksregierung Detmold ist vielen vielleicht gar nicht so präsent. Bei der Technischen Hochschule und bei den Instituten, dann glaube ich schon. Bei mir ist der Bereich Wirtschaft und Förderung und Frau Moldén hat es gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir auch diesen Tag, dieses Event unterstützen können. Es gibt da wieder ein eigenes Förderprogramm für regionale Startup-Events NRW. Das kommt aus dem Wirtschaftsministerium und da haben wir einen kleinen finanziellen Beitrag zu beigetragen. Meine Damen und Herren, wir haben diese Förderung wirklich sehr gerne gemacht, weil diese Veranstaltung hat für uns, für als Land Nordrhein-Westfalen, schon eine besondere Bedeutung. Und vor allem das Netzwerk, dieses Netzwerk, was hinter dieser ganzen Veranstaltung steht, für das Sie, die heute alle da sind, auch stehen. Und das soll eben auch Ausdruck sein dieser Förderung, warum wir das so gerne gemacht haben. Denn ich glaube, wir können vieles sehr gut in Ostwestfalen-Lippe, aber wir können vor allem eins besonders gut, wir können netzwerken. Und dafür steht die THOWL mit all den Instituten, mit Ihrem Institut, mit all denen, die auch hier mitgewirkt haben im Besonderen. Und glauben Sie mir, das ist auch, wird sehr neidisch in Nordrhein-Westfalen immer betrachtet, dass wir das in Ostwestfalen so mit diesen kurzen Wegen hinbekommen. Und diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, liebe Frau Moldén, ist natürlich heute Ausdruck dieses Netzwerken. Ich muss das nicht wiederholen.
das werden wir gleich noch viel hören, aber dass hier Start-ups zusammenkommen mit Unternehmen, man kann innovative Ideen vorstellen und vor allem kommt man einfach in diesen unmittelbaren Austausch ganz, ganz hervorragend. Meine Damen und Herren, ein kleiner kurzer Werbeblock noch für die Bezirksung Detmold, dann höre ich aber auch auf. Ich kann es mir nicht verkneifen, Sie haben ein wunderbar großes, schönes Gebäude hier nebenan, das Innovation Spin, ein Projekt, was wir auch vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Bezirksung Detmold im Besonderen gefördert haben. Und zwar von der Kreishandwerkerschaft, ja Paderborn-Lippe, dem Kreis Lippe und natürlich der THOWL. Wir haben das immer so als Innovationsökosystem. Das war so ein schöner Begriff, den ich mir gemerkt habe. Eigentlich genau das, was Sie hier auch machen. Auch wieder dieses Netzwerken zwischen Bildung, Forschung, Wirtschaft, der Zivilgesellschaft. Und das durften wir insgesamt mit 31 Millionen Euro fördern. Und das hängt ja hier in diesem Campus alles mit allem zusammen. Meine Damen und Herren, Sie können sich heute auf ein tolles, ein spannendes Programm freuen. Und eins muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie haben jetzt so den klassischen Verwaltungsjuristen vor sich stehen, der kümmert sich vor allem um Genehmigungen und Förderungen. Und alleine schon die Tagesordnungspunkte, die gleich kommen, ich will ganz ehrlich sein, die sind für mich schon herausfordernd. Aber für Sie wird das, für mich auch, weil ich neue Impulse mitnehme, vielen von Ihnen sagen die Begriffe schon was und freue ich mich einfach darauf, dass wir gleich diesen Austausch haben. Lassen Sie mich abschließend noch Folgendes Ihnen auf den Weg geben. Die Regierungspräsidentin und ich haben einfach viele Termine in der Wirtschaft und natürlich haben wir auch immer wieder Termine mit den Start-ups. Und eine Frage, die wir dort immer stellen, ist eigentlich die, warum seid ihr Start-ups eigentlich in Ostwestfalen-Lippe oder noch besser, warum kommt ihr nach Ostwestfalen-Lippe? Und noch weiter würde ich dann fragen, Mensch, warum geht ihr nicht woanders vielleicht hin? Weiß nicht, Hamburg, Berlin, Leipzig, wo man das vielleicht als Außenstehender eher vermuten würde. Und dann kommen Antworten, meine Damen und Herren, auf die wir als Ostwestfalen-Lippe, aber vor allem Sie, die das hier tragen, stolz sein können, das sind eigentlich immer dieselben Formulierungen und Aussagen, die da kommen. Und das ist einmal, dass die Start-ups sagen, wir fühlen uns einfach hier von den Hochschulen, hier von der THOWL, von den ganzen Instituten, die da mitgegründet sind, ausgegründet sind, eigentlich unglaublich exzellent, individuell und so unmittelbar beraten. Das scheint wirklich ein Aspekt zu sein, den sicherlich nicht alle Hochschulen, vor allem nicht die großen Hochschulen in Deutschland, leisten können. Uns wird häufig gesagt, wir haben kurze und schnelle Entscheidungen. Ich glaube, auch das zeichnet uns hier aus und auch Ostwestfalen-Lippe. Ja, und wir haben vor allem tolle Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe, die einfach wirklich offen sind für neue Ideen, mit denen man ebenso den kurzen Draht hat und die auch bereit sind, gemeinsam solche neuen Wege auch zu gehen. Ja, und so freuen wir uns umso mehr, auch als Land Nordrhein-Westfalen, dass wir auch in Ostwestfalen so eine starke Start-up-Szene haben. Das ist ganz, ganz herausragend und diese Veranstaltung ist auch wieder ein wichtiger Baustein davon. Meine Damen und Herren, für all das steht diese heutige Veranstaltung und liebe Frau Moldeen und alle, die jetzt mitgewirkt haben. Ich fange nicht noch weitere Namen zu nennen. Ich weiß, dass so viele hier an dieser Veranstaltung konzipiert, mitorganisiert haben. Aber ich möchte das wirklich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr großes Engagement, dass Sie da sowas auf die Beine stellen, dass wir so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Zeigt einfach die Akzeptanz. Ich wünsche Ihnen allen eine inspirierende, eine spannende Veranstaltung. Und vor allem wünsche ich Ihnen eins, ich wünsche Ihnen gute Gespräche untereinander. Ich wünsche Ihnen gutes Netzwerken, denn genau das können wir ganz hervorragend in OWL. Herzlichen Dank. Okay, dann übergebe ich mal gleich an Daniel. Fängst du an oder... Ja.
Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Daniel und ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Ich bin Teil der Campus Foundry und einer von den Professoren, die dort aktiv sind. Und meine Lebensaufgabe besteht darin, leisen Menschen eine Stimme zu geben. Und es gibt unglaublich viele leise Ideen und leise Stimmen im Hochschulkontext und in der ganzen Region Ostwestfalen-Lippe. Und ich habe heute drei Studierende mitgebracht, die euch heute die Campus Foundry vorstellen. Die sind alle Masterstudierende vom Master Applied Entrepreneurship. Und die hatten einen Kurs, der hieß Rhetorik und Präsentation. Und die wollen einfach mal zeigen, was sie können und dass es sich lohnt, ihnen auch zuzuhören. Vielen Dank. Und die erste großartige Präsentatorin ist Lea Kobusch. Vielen Dank, Daniel, für das tolle Intro. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Lea. Und durch meinen Studiengang habe ich natürlich sehr viel mit der Campus Foundry zu tun. Ich habe euch einmal die Welt mitgebracht, und zwar einmal mit der Campus Foundry und einmal ohne. Hat sich gar nicht so viel verändert, richtig? Naja, brauchen wir die Campus Foundry dann eigentlich? Meine Welt hätte sich ohne die Campus Foundry, würde ganz anders aussehen. Nach meinem Bachelor habe ich gesagt, um Himmels Willen, ich möchte weg von Lemgo, raus in die Welt. Wie wir eben schon gehört haben, warum nicht eine andere Stadt? Naja, ich habe mein Abenteuer hier begonnen. Warum habe ich das gemacht? Ich habe gesagt, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben. Ich möchte nicht jeden Tag dasselbe machen. Und ich möchte auch nicht den ganzen Tag Netflix gucken. Ich habe hier mein ganz eigenes Abenteuer gestartet. Ein Abenteuer des Entrepreneurs. Ein Abenteuer mit Risiko. Das Risiko zu scheitern. Manche sagen scheitern. Ich sage vorwärts scheitern. Was ist das? Stellt euch vor, ihr geht auf eine Reise. Irgendwo, wo ihr noch nie wart. In der Natur, mitten im Dschungel. Und das Einzige, was ihr habt, ist eine Landkarte, die ihr vielleicht gar nicht unbedingt versteht. Ihr geht los, schafft ein paar Kilometer und stellt fest, ihr steht im Schlamm. Das ist vielleicht keine schöne Erfahrung. Aber ihr geht trotzdem weiter. Ihr schaut euch die Karte nochmal an und stellt fest, okay, vielleicht hätte ich rechts gemusst und nicht links. Ihr schafft beim nächsten Mal ein paar Kilometer mehr. Und dann stellt ihr fest, ihr steht wieder im Schlamm. Aber beim dritten Versuch stellt ihr fest, eigentlich ist die Reise ganz schön und ich komme meinem Ziel irgendwie immer näher. Ich verstehe diese Karte immer mehr. Genau das ist Vorwärtsscheitern. Wir fallen immer wieder, aber das ist gar nicht schlimm, denn wir lernen von jedem Fall. Und dann kann das Ganze so aussehen, wenn wir es alleine machen. Es kann aber auch so aussehen, und das ist der Weg, den ich gewählt habe. Gemeinsam mit der Campus Foundry. Stellt hier den Jeep dar. Wir müssen immer noch durch den Dreck, das ist keine Frage. Aber der Weg wird uns leichter gemacht. Wir werden an die Hand genommen und uns werden Ressourcen zur Verfügung gestellt. Was für Ressourcen sind das? Das wäre beispielsweise das Kreativlab, wo wir Bilder machen können, Videos machen können oder Podcasts aufnehmen können. Dann hätten wir das Foodlab, wo wir Rezepte entwickeln und mit Experten weiterentwickeln können. Es gibt die Smart Factory, wenn es darum geht, Sachen zu bauen. Dort stehen Maschinen, die könnte man sich so niemals leisten. Und dann, wie eben schon gehört, gibt es das Netzwerk. Wir sind gut im Netzwerken. Auch das lernen wir hier und wir erfahren von Veranstaltungen, wo wir tolle Leute kennenlernen. Und es sind auch Netzwerkveranstaltungen, es sind aber auch Workshops oder Pitch-Events. Hier beispielsweise in Hamburg oder auch bei der Garage 33 in Paderborn. Und wir haben immer sehr viel Spaß dabei. Und ich mache das nicht alleine. Schaut euch um. Die meisten Menschen, die hier stehen, haben auf jeden Fall denselben Spirit wie ich und denselben Wunsch fürs Leben. Sie wollen mehr vom Leben, sie wollen mehr von ihrem Beruf. Eins möchte ich euch noch mitgeben, wofür die Campus Foundry steht.
denn sie steht für Innovation, Support und Gründergeist. Einer von meinen Teamkollegen steht hier schon bereit und wird euch erzählen, warum er als Programmierer hier gleich auf der Bühne steht. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid und vielleicht auf tolle Gespräche später und auf ein Glas Wasser oder alkoholfreie Cocktails. Wir werden sehen. Tschüss. Ja, vielen Dank, Lea. Und hi zusammen. Ich bin Lars und ich muss ganz ehrlich zu euch sein. Ich wäre jetzt ja schon lieber zu Hause vor meinem Laptop und würde ein bisschen programmieren, denn ich bin echt mehr so der Informatik-Nerd. Aber dank Daniel stehe ich jetzt hier heute freiwillig auf der Bühne und ihr dürft mich jetzt in den nächsten 5 Minuten aushalten und ich euch auch. Und Gott sei Dank haben wir jetzt nur noch 4:30, also lasst uns anfangen. Ohne diesen Studiengang hätte ich Daniel nie kennengelernt. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich im Sommer 2022 an einer Online-Infoveranstaltung zu dem Master Applied Entrepreneurship teilgenommen habe. Ich war damals schon ein bisschen skeptisch und bin da mit gemischten Gefühlen reingegangen. Weil ich habe vorher Informatik studiert und jetzt soll ich irgendwas mit Business machen. Und als da nur 3 weitere Leute in dem Call waren, habe ich eigentlich mit dem ganzen Thema schon abgehakt. Aber ich wollte fair gegenüber Daniel sein und habe mir angehört, was er so zu erzählen hat. Und er hatte eine Menge zu erzählen. Aber eine Sache, die hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist nämlich die, dass man mit diesem Studiengang nichts zu verlieren hast. Du kannst nur gewinnen. Denn entweder hast du nachher dank deines Million-Dollar-Startups eine Villa in Spanien und kannst dir dort die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Oder du hast immer noch einen Masterabschluss. Und mit diesem Masterabschluss kannst du zu Top-Unternehmen wie Weidmüller oder Führungskontakt gehen. Ohne diesen Studiengang wäre ich auch nie zu einem wirklich tollen Inkubator-Event in Hamburg gegangen und hätte dort mein Netzwerk vergrößern können mit so vielen tollen Leuten, die mit verschiedensten Visionen, Startups und Perspektiven und dort sind. Genau, ohne diesen Masterstudiengang hätte ich immer noch dieselben 10 Freunde in meinem Netzwerk. Nichts gegen meine Freunde, aber mit denen brauche ich echt kein Start-up gründen, bis wir uns entschieden haben, was für eine Pizza wir uns am Ende des Abends bestellen wollen. Unsere Konkurrenz hätte uns schon 3-mal überholt. Somit ist der Türöffner, dieser Studiengang zu einem riesen Türöffner für mich geworden, zu einem Netzwerk von wunderbaren und tollen Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Branchen. Wir haben Leute in unserem Studiengang aus Indien, aus Ägypten, aus Spanien. Wir haben Leute aus der Modebranche, aus der Psychologie oder Lebensmitteltechnologie. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass bei so einer Vielfalt, dass bei so einer heterogenen Masse nur was Gutes bei rumkommen kann. Wie zum Beispiel das Tiny House, das wir vor ein paar Wochen im Rahmen dieses Studiengangs zusammen gebaut haben. Ich meine, in welchem Studiengang baut man mit ein paar handwerklich eher semi-begabten Leuten ein Tiny House und zieht nachher noch ein Learning draus. In unserem Fall Projektmanagement und Teambuilding. Ohne diesen Studiengang hätte ich das Wochenende wahrscheinlich wieder mit einer Pizza zu Hause vor dem Laptop gesessen und an meinen Projekten programmiert, die ich aber wahrscheinlich eh nie veröffentlicht hätte. Ich hätte die Chance verpasst, mit unter anderem meinem Co-Founder Krish solche wunderbaren Erfahrungen zu erleben und zu teilen. Vielen Dank, dass ihr mich ausgehalten habt. Und jetzt noch viel Spaß mit meinem Co-Founder Chris. Thank you, Co-Founder. Well, I'm Kshitij and I am from India. And today I'm going to tell you a story which is based on my life and is a true story. When I was really young, I wanted to be rich, have money, and as my co-founder said, have a bungalow in Spain. So what do I do? Well, I started my first startup. I had my college friend, I asked for money from people, and we had a great idea. At least we thought we had a great idea.
And what happened next? The startup failed. I lost all my money, my friendship, and 2 years of my life. But I had a lot of learning, a lot of experience. And I started again, the dream of being rich. I started my second startup with another friend and new people to invest in me. Well, what happened now? This second startup also failed. I lost less money from last time. I lost less time and I saved my friendship. During this second failure, people who are close to me, who are my friends, who are my family, they started disbelieving in me. They started thinking I'm a failure, I'm a loser. And at this point, I went into a bad state and I started doubting myself. I started asking questions about what makes us really alive. Why do we work for we get up every day and work for what? Is it really money? Is it really the people who we are trying to impress, but they don't believe in us? What truly matters? And somewhere I had these questions and I didn't have any answers. What do? I packed my bags with 2 books, a pair of clothes, and I left my home without any money, without any IDs, without my phone, and without any laptops. I walked 2,000 kilometers in 8 months without money and lived on the streets. You must have slept in 3-star hotels, 5-star hotels, 7-star hotels. I slept under 1-million-star hotel. You must have had food from best chefs. You know what? My chef was Mother Nature. And the apple or the fruits I had in jungle was super nice. Among finding a lot of answers in this journey, one thing which I kept with myself was to accept the unknown. Sometimes in life, you don't know where you'll sleep tonight or where your next meal will come from. Or will you be even alive after the next hour? And this is where you exactly try to be with the unknown, to accept it. Well, I had this as an answer and I came back. And now the dream of being rich had gone, but the love for entrepreneurship was there. And what do now? I made my 3rd company, and guess what happened? Well, this time it was successful. And it's a successful company in India. It employs 65 people, and I was the first person, and now it's making good profits. And yes, I was a little bit rich as well. Working 3 years in this company, this unknown part started becoming known. And I had work which was same for days. My weeks were similar. And this unknown was becoming known for me. I was rich, but I was not feeling alive. It didn't excite me anymore. I wanted more. And what is more? Well, going to a place in which people don't speak the same language, culture is so different, and the bureaucracy, you know, right, is different. I started applying to door of places. I was selected in Berlin, France, and some other parts of the world. And I think this unknown, this chose Lemgo for me. And I was here. Coming to Lemgo was so different
from a CEO who had 65 people to work for him. It was difficult for me to find a single job here because of the language. And I survived by making burgers. I did cleaning stuff. And I even worked as a laborer in a warehouse. But today, this unknown has done something. And that something is what I never imagined in my life. And that is to give or to tell my story in front of all you guys coming to Germany. Thank you. Vielen Dank. Das waren Lea, Lars und Chitic. Das war ihr allererstes Mal auf einer Bühne und das war ihre Prüfungsleistung. Und vielleicht habt ihr die Kernbotschaft verstanden. Wenn ihr irgendwas mit Startups habt, kommt zur Campus Foundry. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Und jetzt bitte ich Jens Schneider auf die Bühne von dem Startup Impact IT Services. Hi Jens. Hi. Ja, vielen Dank, Anja. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Mein Name ist Jens Schneider. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Impact IT Services GmbH. Ich habe die Firma mit meinem Co-Founder Merlin Marek zusammen vor 2 Jahren gegründet. Und ja, die tatsächliche Gründungsgeschichte, ich glaube, ich brauche den Presenter, sonst. Danke. Genau. Die tatsächliche Gründungsgeschichte fängt schon ein bisschen früher an. Merlin und ich sind beste Freunde seit der Schule. Wir kennen uns seit über 15 Jahren. Wir haben zusammen hier in Lemgo die Schule absolviert und sind danach gemeinsam nach Aachen gezogen zum Studium. Wir haben da in Aachen zusammen in einer WG gewohnt. Ich habe Mathematik studiert, Merlin hat Elektrotechnik studiert, beide mit Schwerpunkt auf Informatik. Und nach dem Studium sind wir beide in die IT-Branche, in die Festanstellung gegangen. Ich habe in der IT-Beratung gearbeitet, Merlin hat in der IT-Security gearbeitet. Und die Festanstellung war für uns so ein bisschen der Türöffner in die IT-Branche. Wir haben die Branche kennengelernt, wir haben die andere Mitarbeiter kennengelernt, wir haben die Tools kennengelernt, wir haben einfach gelernt, wie in dieser Welt gearbeitet wird. Und das war für uns auf dem Weg zum Startup sehr, sehr wertvoll, da wir ja einfach, sobald wir in die Selbstständigkeit gegangen sind, wir konnten in den Gesprächen die Erfahrungen benutzen, wir konnten souveräner auftreten. Also das hat uns sehr geholfen. Gleichzeitig hat es uns auch den Weg geebnet, dass wir uns mit unseren Werten und mit unseren Zielen auseinandergesetzt haben. Wir haben relativ schnell nach ein paar Jahren Berufserfahrung gemerkt, dass wir in einer Welt arbeiten wollen, wo wir selbst die Ziele und die Arbeitsweise vorgeben. Und das hat uns quasi auf diesen Weg, auf diese Idee gebracht. Und wir hatten noch einen dritten Aspekt. Dadurch, dass wir in der IT-Branche gearbeitet haben, dadurch, dass wir die ganzen verschiedenen Unternehmen gesehen haben, haben wir einen sehr guten Einblick in die IT-Systeme von verschiedenen Unternehmen bekommen. Und in diesen IT-Systemen haben wir festgestellt, dass da einfach ja, sehr, sehr viele Probleme, sehr, sehr viele Fehler drin sind. Und dadurch, dass wir als Techniker, als Entwickler auf diese Probleme geschaut haben, konnten wir auch gut analysieren, woran das liegt. Und wir haben uns dann eben gefragt, was braucht denn eigentlich wirklich gute Software? Wir haben dafür uns 3 Kernaspekte überlegt. Es geht einmal um das Thema, was ist mit Software, die wirklich gut funktioniert, die fehlerfrei funktioniert. Wir haben uns sehr, sehr intensiv mit den Themen automatisierte Tests, Software-Tests auseinandergesetzt, um Software bauen zu können, die wirklich gut funktioniert. Das zweite ist das Thema Performance. Wir haben sehr, sehr viele Stellen gesehen, sehr, sehr viele Aspekte, wo Software einfach ineffizient geschrieben ist, was dazu führt, dass sie langsam ist und nicht gut benutzbar ist. Und das dritte Thema ist das Thema IT-Security, also wie können wir Software bauen, die wirklich sicher ist und die vernünftig mit den Daten und mit dem, was die Nutzer eingeben, damit umgeht.
Und das war für uns die Basis, dass wir gesagt haben, wir haben die Fähigkeit, wir können solche Software bauen, damit wollen wir uns selbstständig machen. Und dann sind wir August 2022 hingegangen, haben unser Unternehmen gegründet. Das Gründen selber hat natürlich einerseits den formalen Teil, das heißt Aufsetzen der Gesellschafterverträge, Steuerberater, Notar, alles was dazugehört, um eben das Unternehmen offiziell eintragen zu lassen. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist sogar noch der informelle Teil, das heißt das Aufbauen der Strukturen, da geht es um Themen wie Rechnungsstellung, Customer Relationship Management, Dokumentenmanagement, all diese Themen aufzubauen, um ein professionelles Unternehmen zu haben, was seine Kunden gut betreuen kann. Dafür sollte man sich am Anfang auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Danke. Dafür sollte man sich am Anfang auf jeden Fall genug Zeit einplanen, wobei wir diese Zeit am Anfang hatten, denn es hat tatsächlich über 6 Monate gedauert, bis wir unseren ersten Kunden akquirieren konnten. Gerade am Anfang war das eine schwierige Zeit, weil wir natürlich, wir hatten Zweifel, wir wussten nicht, ob jemand Interesse an unserer Dienstleistung, an unserer Software hat. Wir haben die Zeit genutzt, um an unseren Skills zu arbeiten, um natürlich auch viele Gespräche zu führen, Angebote zu stellen, und das waren einfach für uns sehr, sehr wichtige Learnings. Und der erste Kunde hat natürlich gleich mehrere Vorteile für das weitere Geschäft. Zum einen gibt einem der erste Kunde extrem viel Selbstvertrauen. Das heißt, ich weiß, das Angebot ist interessant für Kunden. Es gibt Kunden, die dieses Angebot kaufen wollen. Der zweite Schritt ist natürlich die Kundenreferenz. Also ich habe auch anderen Kunden gegenüber das Standing zu sagen, meine Dienstleistung oder mein Angebot ist interessant und aus den und den Gründen solltet ihr es auch kaufen. Und es kristallisiert sich natürlich auch extrem heraus, wie genau die Dienstleistung funktioniert, wie genau letztendlich dann in den Projekten gearbeitet wird. Und das war für uns extrem hilfreich. Ja, was uns außerdem extrem geholfen hat, ist das ganze Gründungsnetzwerk. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Wir sind gefördert durch das Gründerstipendium. Das heißt, wir haben einerseits die finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig sind es aber eben auch die Netzwerkveranstaltungen wie die Power-Up heute, aber eben auch Bielefeld, Paderborn, das ganze Netzwerk, wo wir extrem viele wertvolle Kontakte geknüpft haben. Wir haben extrem viele Menschen kennengelernt, die uns weitergeholfen haben oder denen wir weitergeholfen haben. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich wirklich zu engagieren, Netzwerktreffen zu besuchen und mit Leuten in Kontakt zu treten. Das war extrem hilfreich. Für uns natürlich nochmal besonders, dadurch, dass wir Software programmieren, sind Startups für uns natürlich auch interessante Kunden. Startups sind häufig in der Position, dass sie selber Software entwickeln wollen. Und diese Software muss natürlich gut sein, die muss vernünftig funktionieren und die muss auch gut von der Architektur aufgebaut sein. Und ja, wir haben unsere Learnings genutzt, wir haben unseren Bereich genutzt. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir Bestandskunden aufgebaut haben, die wir kontinuierlich in einer langfristigen Zusammenarbeit betreuen. Und dass wir gleichzeitig stetig neue Projekte annehmen können und unser Geschäft stetig ausbauen. Nochmal zusammengefasst, was waren wirklich meine 3 Top-Learnings? Das erste klingt vielleicht relativ banal, aber Zuverlässigkeit überzeugt Kunden. Es ist einfach, also für mich immer wieder ein Augenöffner, wie sehr das auf Kunden wirkt, wenn man einfach Zusagen einhält, wenn man sich an Termine hält, wenn man gute Qualität und einfach dem Kunden das Gefühl gibt, wirklich gut aufgehoben zu sein. Das haben wir häufig als Feedback bekommen, dass das uns wirklich auch von Konkurrenten abhebt. Also das ist Learning, das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich daran zu halten. Und das ist auch einfach umgesetzt. Als zweites Thema Authentizität. Ich hatte es ja schon angesprochen, gerade am Anfang hatten wir natürlich Zweifel. Wir wussten nicht, ob unsere Software so gekauft wird. Und wir hatten auch Gespräche mit Kunden, wo wir ja, vielleicht dann von unserem Angebot her nicht so gut zu gepasst hätten, aber der Kunde wollte vielleicht eine andere Leistung haben, wo wir jetzt im Nachhinein sehr froh sind, dass wir dann uns auf unser Kerngeschäft fokussiert haben und nicht auf zu vielen anderen Schauplätzen agiert haben. Also das kann ich auch nur empfehlen, sich wirklich auf das Kerngeschäft zu fokussieren, da wirklich gut zu werden und alles andere so ein bisschen auszublenden und dann eben auch ruhig an sich zu glauben, dass es funktioniert. Der dritte Punkt ist das Thema Geduld. Da habe ich ein ganz praktisches Beispiel dabei.
Wir haben einen Kunden vom ersten Kontakt bis zum tatsächlichen Kauf hat es über ein Jahr gedauert. Das Interesse war grundsätzlich da, aber es gab einfach, ja, der Zeitpunkt war nicht richtig und wir sind monatlich im Kontakt geblieben, wir sind im Austausch geblieben, wir haben uns gegenseitig up to date gehalten und nach einem Jahr war dann eben die Situation da und wir konnten mit dem Projekt starten und sind jetzt heute in einer langfristigen, sehr guten Zusammenarbeit. Also auch da, lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht verunsichern, glaubt an euch und mit entsprechend Geduld und Durchhaltevermögen kann es funktionieren. Für uns war die Gründung absolut die richtige Entscheidung. Als zwei Softwareentwickler haben wir uns ein Umfeld geschaffen, wo wir genau die Software nach den Qualitätsansprüchen bauen können, die wir haben. Und ja, wir freuen uns sehr, dass es funktioniert hat. Wir freuen uns sehr, heute Abend hier zu sein. Falls ihr uns kennenlernen möchtet, wir sind vorne am Stand den ganzen Abend da. Sprecht uns gerne an. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Einblicke. Und jetzt bitte ich Dr. Maike Wocken her von dem Startup Sherlock, powered by CodeCentric. Ihr stöpselt euch gerade noch an, okay. Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt heute hier auch auf der Bühne stehen darf und ich habe heute die Geschichte von Sherlock mitgebracht. Ich bin selber Maike, ich bin die Leiterin des Standorts Bielefeld von CodeCentric und da möchte ich gerne einmal noch mal differenzieren, also CodeCentric selber, wir sind kein Startup mehr, wir sind 2004 in Solingen gegründet worden. Ich habe jetzt mit Bielefeld da den 13. Standort, so einen Standortaufbau, der ist jetzt 2021 gegründet worden, hat viel mit Startup-Leben zu tun, also ich bin ein bisschen auch Mädchen für alles dort, aber heute steht Sherlock im Mittelpunkt, weil Sherlock haben wir jetzt seit Ende 21 als Produkt. Und CodeCentric selber ist nämlich ein IT-Consulting-Haus und das war für uns eine sehr, sehr spannende Reise vom Consulting, individuelle Software bauen hin zu, wir bieten jetzt ein Produkt an. Ich habe heute auch noch ein paar Menschen mitgebracht, unter anderem auch Niklas, den ihr dort vorne auch seht, den ihr auch später nochmal am Stand befragen könnt zu einer Demo und eben Sherlock, unser drittes Teammitglied. Was ist Sherlock überhaupt? Sherlock ist eine Zusammenstellung aus einer Oberfläche. Ich kann mit Sherlock sprechen, ich kann es als Chatbot benutzen, ich kann aber auch Sherlock als Schnittstelle haben zu einem System. Sherlock selber bringt im Bauch ganz viel künstliche Intelligenz mit, Werkzeuge, Algorithmen, um am Ende aus Texten, aus Dokumenten Wissen daraus zu extrahieren. Aber ich will euch ja die Geschichte erzählen von Sherlock. Wir haben eben Ende 2021 angefangen, das, was wir am besten eben können im IT-Consulting, die Probleme unserer Kunden lösen zu wollen. Und viele Kunden sind zu uns gekommen und haben gesagt, in der heutigen Zeit, es kommt immer mehr und mehr Kundenkommunikation auf uns zu, auf verschiedensten Kanälen, sei es E-Mail, sei es noch der klassische Brief, sei es WhatsApp-Nachrichten, sei es jetzt Formulare auf irgendwelchen Webseiten. Und die Kunden erwarten eine schnelle Bearbeitung dieser Kommunikation. Es gibt etablierte Tools am Markt, die das bearbeiten. Und Kunden haben die auch im Einsatz. Aber diese Tools sind häufig regelbasiert, diese Tools sind häufig Standardlösungen, die nicht an individuelle Prozesse so leicht anpassbar sind. Und dann kamen Kunden auf uns zu, hey, ihr seid doch die Menschen, die mit KI umgehen könnt, die individuelle Software bauen könnt, könnt ihr uns da nicht helfen? Und das konnten wir. Wir haben dem ersten Kunden geholfen, haben geschaut, was sind da die Herausforderungen, haben versucht, in diesem Input-Management, in diesem eigentlich ja sehr gesättigten Markt von Standardlösungen, das Ganze individualisierbar, anpassbar zu machen, dann das perfekte KI-Modell oder versucht immer wieder das perfekte KI-Modell für diesen einen Kunden, für seinen Fall zu trainieren und damit dann dem Kunden zu helfen. Das war dann der erste Kunde, dann kam der zweite Kunde. Und beim dritten Kunden haben wir uns dann irgendwann gefragt, Mensch, wir können doch auch irgendwie schneller werden. Dieses Framework, das Ganze drumherum, das kann man doch auch wiederverwenden, um eben den Kunden bei dieser Kommunikation zu helfen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir eben als IT-Consulting-House hingegangen und haben gesagt, wie baut man jetzt eigentlich ein Produkt? Wir mussten uns mit einer Produktstrategie auseinandersetzen. Wir mussten Ressourcen aufbauen
im Marketing. Wir mussten auch Finanzierung klären. Wir mussten unserem Vorstand erklären, dass das ein tragfähiger Business Case ist, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Und das hat geklappt. Somit ist dann eben Sherlock entstanden und wir konnten jetzt wirklich dann unseren Kunden immer die besten KI-Modelle trainieren, damit sie ihre Lösung dann oder ihre Probleme lösen konnten und konnten damit dann auch wirklich zum Beispiel bei den Hyperscalern die Angebotslücke füllen, dass wir wirklich sagen konnten, okay, bei uns ist es nicht Standard, sondern wir sind dann halt eben individuell in unserer Lösung. Doch dann kam mit Ende 2022 ChatGPT. Und da mussten wir erst mal gucken. Dieses Thema Deep Learning, das war schon vorher eigentlich vorhanden. Man muss jetzt einmal überlegen, okay, 2012, also die Deep Learning-Architekturen, die gab es auch viel, viel früher. Aber mit 2012 kam dann das AlexNet, das dann auf einmal wirklich ein Deep Learning-Netz verwendet worden ist, um im Computer Vision-Bereich, also im Bildbereich, die Bilder zu klassifizieren. Auf einmal war da ein Netz, was wirklich das sehr, sehr gut konnte, zu erkennen, welches Objekt ist da auf den Bildern. Dann sind wir 2016 weitergegangen. Es gab im medizinischen Bereich auf einmal auch ein Deep Learning-Netz, was dann halt eben Augenerkrankungen vorhersagen konnte. 2018, OpenAI hat das erste GPT veröffentlicht, Microsoft hat da rein investiert. Die Zeitabstände wurden immer kürzer. 2020 das nächste GPT von OpenAI und dann eben Ende 2022 ChatGPT. Und so wird diese Reise weitergehen. Zeiten zwischen der Veröffentlichung von Modellen wird immer kürzer sein. Wir werden nicht mehr über Jahre reden, wir werden über Monate reden. Denn die Infrastrukturen sind jetzt vorhanden und auch die Finanzierungen sind jetzt vorhanden. Ja, und was war dieses ChatGPT, dieser Hype? Da war auf einmal etwas, was mit wenigen Klicks im Grunde ja, eine Lösung bauen konnte, was wir auch lösen wollten. Informationen irgendwie raus extrahieren, gut mit Sprache umgehen, Kundenkommunikation, Briefe beantworten. Das war Konkurrenz zu uns. Und das hätte uns jetzt erstmal ein Loch ziehen können. Und hätten wir erstmal sagen können, okay, gut, ja, unser Produkt hat jetzt doch nicht funktioniert. Aber dann haben wir uns darauf besonnen und haben gesagt, was können wir eigentlich richtig gut? Naja, wir können das richtig gut in Prozesse integrieren. Wir können diese Modelle nutzen und gar nicht mehr selber dahergehen und sagen, wir trainieren für euch das perfekte Modell, sondern wir wenden jetzt die Modelle an, die es schon gibt, und helfen euch, das Drumherum perfekt zu orchestrieren. Und somit hat sich dann auf einmal bei uns dieser komplette Problemraum eigentlich gewandelt. Wir sind nicht mehr dahergegangen, dass wir sagen, diese repetitiven Aufgaben der Kundenkommunikation, der einzelne Brief kommt rein, wir beantworten den. Wir können das in der Dunkelverarbeitung machen, jetzt gerade bei Versicherungen. Wir haben viele Kunden, die im Versicherungsbereich tätig sind, Adressänderungen, Änderung der Kontoverbindung, solche Sachen. Das konnten wir vorher mit Sherlock. Aber jetzt gehen wir daher und sagen, wir helfen euch, eine komplette Plattform aufzubauen, zur Verfügung zu stellen und dann könnt ihr Sprachmodelle nutzen, um aus Texten Informationen rauszusuchen, Wissen verfügbar zu machen. Und dann haben wir auf einmal eine Assistenz jetzt gebaut, die Expertenwissen an Arbeitsplätzen verfügbar macht. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, repetitive Arbeiten zu unterstützen, sondern wir haben einen Experten gebaut, der Experteneinsätze mit unterstützen kann, der wirklich bei Fachkräftemangel zum Beispiel mit unterstützen kann. Und da sind wir auf einmal in einem viel, viel größeren Problemfeld unterwegs und sind nicht mehr in diesem Nischenmarkt, sondern in einem wachsenden Markt. Und das hat uns auch bestätigt, eine Umfrage von Lündonk unter Führungskräften im Versicherungsbereich, jetzt aus diesem Jahr, die gesagt haben, wo sind denn die Potenziale von KI? Im Risikomanagement und in der Vertragsverwaltung, das habe ich jetzt mal grün umrandet, weil da können wir nämlich mit Sherlock auch unterstützen. Risikomanagement hat nämlich auch ganz viel damit zu tun, kenne deinen Kunden. Kenne das Risiko deines Kunden. Dafür brauche ich aber auch wieder eine Plattform, wo ich alle Informationen über meinen Kunden verfügbar habe und abrufen kann, durchsuchen kann, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Vertragsverwaltung ist auch ein sehr, sehr spannender Fall, denn ich kann zum einen eben Verträge durchsuchbar machen, abgleichen auf Verträge mit den Gesetzen, die zugrunde liegen. Aber ich kann auch noch mir Gedanken machen, naja, dass eigentlich auch Vertragsverwaltung ein Business Case für Sherlock ist, denn wir haben noch ganz viele, zum Beispiel Lebensversicherungen, die langläufig sind, die irgendwo noch in
analogen Archiven von Versicherungen sind und wo wir auch nochmal mit unterstützen können, diese zu digitalisieren und dann eben als Wissen verfügbar zu haben. Und hier sind dann die Anwendungsbereiche, also Kundeninteraktion, das ist das, wo wir ja herkommen, Fachwissen, Domain Knowledge, und das ist auch ein Use Case, der mit Sicherheit nicht nur im Versicherungsbereich eben wichtig ist, sondern auch zum Beispiel im Industriebereich, wenn wir eben davon ausgehen, dass jetzt die aktuellen Mitarbeitenden bald in Rente gehen und dieses Fachwissen irgendwie konserviert werden muss. Letztes Jahr war Findig auch hier mit auf der Bühne, die ja auch diesen Use Case mit bedienen. Das heißt, dort ist wirklich Bedarf vorhanden und dort wird man auch einige Lösungen jetzt auch in Zukunft immer wieder sehen. Und dann unten auch wieder die Dokumentenverarbeitung. Aber es geht nicht nur um Versicherung, wo wir jetzt mit Sherlock unterwegs sind, sondern dieser Einsatz durch generative KI, der kann Effizienzen steigern, auch noch in vielen, vielen anderen Bereichen. Und hier sind auch noch viele andere Studien zusammengefasst, dass im Grunde quer durch alle Arbeitsbereiche wir mit generativer KI Effizienzen steigern können. Und somit haben wir uns jetzt wirklich da halt einen großen, großen Markt erschlossen, wo wir eben tätig sein können. Was sind jetzt diese Learnings? Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, unser Use Case hat sich gewandelt. Wir sind jetzt nicht mehr nur in dieser Nische, dass wir in der Kundenkommunikation mithelfen, E-Mails schnell zu verarbeiten, E-Mails zu klassifizieren, sondern wir sind da hingegangen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt dabei, dass wir diese Grundlagenmodelle, die es schon gibt, einsetzen und helfen, damit dann ein Wissensmanagement aufzubauen, eine Plattform zu haben, wo Kunden dann gezielt nach Wissen suchen können, nach ihrem Wissen suchen können. Wir sind daher dann eben weggegangen von dem Training der besten KI-Modelle hin, dass wir jetzt gesagt haben, wir schaffen eine Plattform, wo wir vorhandene Grundlagenmodelle orchestrieren können. Und das geht eigentlich auch daher, dass wir dann eben sagen, wir bieten die Möglichkeit, für jede Aufgabe das passendste KI-Modell zu nehmen. Denn da wird die Reise hingehen. Wir werden nicht das eine Large Language Modell haben, was für alle Anwendungen der Überflieger ist, sondern wir haben zum Beispiel für einen Kunden jetzt die Möglichkeit geschaffen, der Kunde hat eine Anfrage oder der User hat eine Anfrage, das wird mit einem Sprachmodell, wird die Anfrage aufgenommen. Die Anfrage wird verarbeitet, sie wird verstanden. Dann wird mit dem nächsten Sprachmodell geschaut, welches Wissen, welchen Kontext brauche ich zur Beantwortung dieser Frage. Das ist ein weiteres Sprachmodell, was dieses Wissen in einer Vektordatenbank abgelegt hat. Das heißt, ich habe die Anfrage, ich habe dann den Kontext und dann muss ich daraus wieder eine Antwort formulieren. Und da kann ich ein drittes Sprachmodell verwenden, was auf diesen Anwendungsfall in der, zum Beispiel auch vielleicht in der Sprache, passgenau funktioniert. Und es geht jetzt nicht nur um Anwendungsfall und auf welchen Daten das trainiert worden ist, sondern es geht auch um Kosten. Denn unterschiedliche Modelle, auch von unterschiedlichen Anbietern, in unterschiedlichen Umgebungen erzeugen auch unterschiedliche Kosten. Und da haben wir jetzt mit Sherlock ein komplettes modulares System gebaut, um eben diese ganzen Modelle zu orchestrieren zu können. Was wir auch von externen Faktoren gelernt haben, oder was wir auch erstmal verstehen mussten, ist loslassen. Denn es fällt verdammt schwer, wenn man eigentlich daherkommt und sagt, okay, wir haben immer die optimalen Modelle selber trainiert für unsere Kunden. Immer ein individuelles Modell. Und auf einmal mussten wir diesen Schritt machen und sagen, okay, wir nutzen jetzt die KI-Modelle von anderen Anbietern. Weil die sind okay. Oder beziehungsweise, die sind nicht nur okay, die sind absolut top. Da kommen wir auch gar nicht mehr dran. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, selber was zu trainieren. Und da mussten wir aber auch erstmal sichten, was sind jetzt die besten Modelle? Welche Modelle funktionieren in welchen Anwendungsfällen am besten? Und wir sind mit ganz, ganz vielen Startups auf einmal auch konfrontiert worden, die alle auf einmal sagten, wir haben das beste Modell. Und da mussten wir auch ziemlich viel lernen. Und hat dann auch etwas länger gedauert, aber ich glaube, da sind wir jetzt auch einem sehr guten Weg und haben zum Beispiel auch Tamed AI jetzt eben als Lösung bei uns in Sherlock mit integriert. Jetzt nochmal zusammenfassend, weil ich hatte jetzt so ein bisschen so diese Reise beschrieben, von wo kommen wir, wo sind wir jetzt hingekommen, was kann Sherlock jetzt? Also Sherlock ist eben ein modulares System, was in der Lage ist, ich kann entweder eben als Chat-System mit dem System sprechen, ich kann aber auch Schnittstellen nutzen, dass es sich perfekt integriert in bestehende Systemlandschaften. Ich kann dann eben Anfragen stellen an das System,
Und dieses System kann dann nachher Texte durchsuchen, Wissensdatenbanken durchsuchen. Es kann aber auch eben Verträge analysieren oder Schriftstücke analysieren. Es kann auch weiterhin eben Kundenkommunikation, Dokumente analysieren. Und ich kann dann nachher eben Informationen aus diesen Dokumenten rausziehen oder eben auch mir zurückgeben lassen oder auch Dokumente in der Dunkelverarbeitung komplett automatisiert bearbeiten lassen. Was wir halt richtig gut können, weil wir eben aus diesem Bereich eigentlich IT-Consulting kommen, ist diese Integration in Bestandssysteme. Und wir können es aber auch in unterschiedlichsten Umgebungen laufen lassen. Das heißt, wir können es sowohl in der Cloud anbieten, wir können es aber auch on-premise datenschutzkonform anbieten. Wir können es aber auch zum Beispiel in der deutschen Cloud IONOS mitlaufen lassen. Da sind wir vollkommen flexibel, weil wir da einfach eben aus dem Tech-Bereich kommen und den kompletten Werkzeugkasten eines IT-Consulting-Hauses mitbringen. Genau, diese drei Lösungen kann ich gleich am Showcase einmal zeigen. Also da haben wir auch einen Demonstrator eines mitgebracht und können euch das einmal eben zeigen, je nachdem, welcher Fall euch interessiert. Und dann sieht es nämlich eben so aus, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so Verträge haben, dass die dann eben durchsucht werden können, dass dort Antworten gefunden werden können, dass dort dann zum Beispiel auch Adressen, Gläubiger, weitere Informationen gefunden werden können. Es können aber auch Abgleiche geschaffen werden, dass zum Beispiel Compliance-Anforderungen geprüft werden. Wenn ich jetzt eben AVVs, so Standardverträge habe und in den Unternehmen bestimmte Regeln habe, sie dürfen nur bestimmte Laufzeiten haben, sie dürfen nur bestimmte Nutzungsarten entsprechen, dann kann ich das automatisiert mit Sherlock, mit der Verwendung von Sprachmodellen umsetzen. Ich kann aber auch gerade so vielleicht für Zulieferer im Automobilbereich, die viel mit Ausschreibung zu tun haben, Sherlock nutzen, um zum Beispiel mich bei Ausschreibung mit unterstützen zu lassen. Ich habe viele, viele Tabellen, viele Ausschreibungen, die schon erfolgreich gelaufen sind. Das ist ein Wissensbestand. Und die kann ich dann eben durchsuchen für neue Ausschreibungen, kann dann schauen, hey, ich habe da eine Frage, die muss ich beantworten. Die wurde auch schon mal beantwortet in einer alten Ausschreibung und Sherlock sucht mir diese Antworten raus und schlägt sie mir vor. Und dann habe ich wieder eben den Mitarbeiter unterstützt, Mitarbeiter in dieser sehr komplexen Aufgabe, Angebote zu erstellen auf Ausschreibungen. Und damit können dann eben die Mitarbeiter schneller sich damit beschäftigen und schneller eben Angebote bearbeiten. Und das, was ich jetzt eben auch schon mehrfach immer wieder mit Worten beschrieben habe, eben dieser Dreiklang aus, ich habe User, die eine Anfrage stellen an ein System, wo ich ein Sprachmodell verwenden kann, um diese Anfrage zu stellen. Ich kann dann eben in einer Datenbank Informationen durchsuchbar machen, den richtigen Kontext zurückgeben und dann wieder eine Antwort formulieren. Das ist eben dieses Retrieval Augmented Generation RAG-Systeme, die sich ja auch immer mehr und mehr durchgesetzt haben. Auch da kann Sherlock mit unterstützen. Und wenn ihr da weitere Fragen zu habt oder einfach das mal live sehen wollt, können wir das gleich dort vorne bei uns am Stand machen. Und ansonsten könnt ihr uns auch einfach so im Nachgang nochmal kontaktieren und wir zeigen es euch auch gerne, je nachdem, welchen Anwendungsfall ihr habt, ganz individuell für euch persönlich. Vielen Dank. Danke, Maike, herzlichen Dank. Und jetzt Dominik Schäfer, bitte, von dem Startup Digital Twin Factory. Danke, Anja. Hallo zusammen. Mein Name ist Dominik Schäfer von der Digital Twin Factory. Ich habe die Digital Twin Factory gegründet und bin auch Geschäftsführer und möchte euch jetzt ein bisschen was über den Werdegang und die... Der ist noch nicht verbunden. Ah, ja, genau. Ich starte erstmal damit, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, die Digital Twin Factory zu gründen und was ist eigentlich die Mission der Digital Twin Factory? Anschließend gibt es einen kleinen Exkurs zu Digital Twins. Was ist überhaupt ein Digital Twin? Welche Anwendungsfälle gibt es und welche Vorteile kann man mit einem digitalen Zwilling abbilden? Dann gehe ich ein bisschen auf die Rückschläge und Schwierigkeiten rein, die ich während des Gründungsprozesses und seitdem hatte. Gebe einen kleinen Ausblick, wo es weiter hingehen wird und stelle euch zum Schluss nochmal meine Top 10 Learnings vor,
die euch sicherlich auch weiterhelfen können. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Zuerst habe ich in Hannover Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit den Vertiefungsrichtungen Automatisierungstechnik, Produktionstechnik und Finance und habe mich auch schon während dieser Zeit sehr stark für Unternehmertum und Startups interessiert. Anschließend habe ich hier im Haus bei Easy Automation hier oben angefangen und bin als Projekt- und Softwareingenieur eingestiegen. Dann war ich Technologiemanager und zum Schluss Teamleiter Softwareprojekte und habe mich dabei zum einen mit digitalen Zwillingen, aber auch mit Projektmanagement und Technologiemanagement sowie MES-Systemen beschäftigt. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass es wirklich einen sehr großen Markt für digitale Zwillinge mit ihren Vorteilen gibt. Aus strategischen Gründen wurde das in dem Unternehmen nicht weiter verfolgt und daher habe ich mich dann entschlossen, Anfang 2023 mich mit digitalen Zwillingen selbstständig zu machen. Was ist also die Mission der Digital Twin Factory? Zum einen bei der Planung und vor der Inbetriebnahme von Fabriken, diese kritisch zu überprüfen und zu optimieren und damit Fehlinvestitionen, aber auch Ressourcenverschwendung zu vermeiden. Anschließend über den Lebenszyklus hinweg geht es um eine Anpassung an veränderte Kundenanforderungen, wenn zum Beispiel Produkte sich verändern, aber auch um die Modernisierung und Optimierung von Produktionsabläufen. Aber was ist denn jetzt nun überhaupt so ein digitaler Zwilling? Bei uns ist es so, dass wir digitale Zwillinge von Fabriken so bauen, dass sie ein virtuelles Abbild der Anlage im 3D-Raum darstellen. Dabei werden sowohl die physikalischen Prozesse als auch die Schnittstellen nachgebaut, um ein realitätsnahes Abbild später zu erhalten. Anschließend werden die realen Steuerungen in die Anlage mit integriert. Dadurch ist es so, dass diese Steuerungen schon vor dem Bau der Fabrik getestet werden können und optimiert werden, sodass wir eine deutlich kürzere Inbetriebnahmezeit erhalten. Was sind also die Anwendungsgebiete von so einem digitalen Zwilling? Ganz am Anfang eines Lebenszyklus einer Fabrik ist es die Simulation, bei der zum Beispiel die Materialflüsse optimiert werden. Anschließend geht es weiter mit der virtuellen Inbetriebnahme, wobei die Steuerungssysteme damit eingebunden werden und entweder zum Beispiel die MES- und die ERP-Systeme optimiert werden oder wir wirklich auf die Steuerungsebene runtergehen, die Sensoren und Aktoren nachbilden und dementsprechend auch die Steuerung schon vorab testen und validieren können. Anschließend, wenn dann die Anlage in Betrieb ist, gibt es den Optimierungsbetrieb. Das heißt, wenn eine Anlage noch weiter optimiert werden soll, es sollen Veränderungen stehen an, können diese vorab getestet und optimiert werden. Gerade weil es bei einem bestehenden Betrieb auch immer schwierig ist, da live Änderungen vorzunehmen. Da gibt es immer Risiken Richtung Qualität, Richtung Output und diese können wir damit beseitigen. Außerdem gibt es als nächsten Anwendungsfall den Retrofit von Anlagen. Das heißt, so eine Anlage wird normalerweise mindestens 30 Jahre betrieben und in diesem Zeitraum gibt es natürlich immer wieder neue Anforderungen an Anpassungen an andere Produkte, aber auch an neue Techniken, die in der Anlage verbaut werden sollen. Und auch diese können dann vorab getestet werden. Was sind also die Vorteile so eines digitalen Zwillings? Zum einen die Kostenreduktion durch eine geringere Kapitalbindungskosten, dadurch, dass wir den Inbetriebnahmezeitpunkt weiter nach vorne ziehen, eine kürzere Time to Market für die Produkte, Risikominimierung in dem Sinne, dass wir einerseits Fehlinvestitionen vermeiden, zum Beispiel für Anlagenteile, die wir gar nicht benutzen würden oder gar nicht quasi den Output erhöhen würden, aber auch, dass die Roboter zum Beispiel nur noch gegen die virtuelle Wand fahren. Man kann das Problem in der Steuerung vorab beheben und den Crash in der realen Anlage gibt es dann gar nicht mehr.
Außerdem kann man natürlich verschiedene Analysen und Optimierungen mit dem digitalen Zwilling fahren und auch die Kapazitätsplanung für die Inbetriebnehmer ist deutlich flexibler, da sie den Großteil der Inbetriebnahme nun im Büro und nicht mehr vor Ort bei der Anlage durchführen müssen. Was gab es also für Rückschläge und Schwierigkeiten bei der Gründung der Digital Twin Factory? Direkt am Anfang ist mein Mitgründer ausgestiegen und schon vor der Gründung, wir sind weiterhin gut befreundet, aber natürlich ist das auch ein gewisser Rückschlag gewesen. Und dann kam direkt danach die nächste Sache, wie findet man einen Steuerberater? Durch die Corona-Krise waren diese extrem stark ausgelastet. Überall hat man nur Absagen bekommen. Und da hat mir mein potenzieller Mitgründer dann zum Glück weitergeholfen, da er einen Steuerberater persönlich kannte und ich dadurch dann Kontakt zu diesen aufnehmen konnte. Ein weiterer Punkt war dann, dass der Gründungsprozess, bis man dann eine Umsatzsteuer-ID hat, um überhaupt Rechnungen schreiben zu können, auch deutlich länger gedauert hat, als man das sich so vorstellt. Also man muss da schon mit 2-3 Monaten rechnen, bis man dann wirklich die erste Rechnung schreiben kann. Und gerade wenn man natürlich schon Unternehmen an der Hand hat, die gerne bestellen wollen, die die Rechnung auch verbuchen müssen, sorgt das natürlich für Probleme. Und als weiterer Punkt kam dann noch mit dazu, dass ich erst zu spät Kontakt zur Compass Foundry OEL aufgenommen habe, sodass, also ich hatte die GmbH schon gegründet, bevor ich mit denen in Kontakt getreten bin. Und dadurch sind natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, die sonst bestehen, schon ausgeschlossen. Also mein Appell an euch alle, besucht auf jeden Fall die Compass Foundry, tretet zum Beispiel mit Sergey in Kontakt und lasst euch da beraten, wie man am besten da vorgeht. Was sind die Ausblicke und die Visionen, wie es weitergehen soll? Zum einen soll in den digitalen Zwillingen weiter der AAS-Standard integriert werden, um das Ganze noch standardisierter aufbauen zu können und damit auch noch weiter eine automatische Generierung von Fabriken möglich zu machen. Es soll weiter KI in die digitalen Zwillinge mit eingebunden werden, vor allen Dingen für Optimierungen an diesen. Und insgesamt geht die Entwicklung stark in Richtung Industrial Metaverse. Dabei gibt es aber auch immer gerade bei Kundenprojekten kontinuierliche Herausforderungen, die sich die Digital Twin Factory stellen muss. Zum einen die Integration heterogener Legacy-Systeme. Also wir sind da schon relativ gut aufgestellt, da wir viel abdecken, aber gerade bei komplexen, auch älteren Fabriken gibt es immer wieder Systeme, die man auch neu mit einbinden muss. Dann ein stark unterschiedliches Engineering, Tooling und auch Ansätze bei den verschiedenen Unternehmen, die man erstmal homogenisieren muss, um diese dann auch in den digitalen Zwilling zu integrieren. Aber auch verschiedene Vorstellungen, was überhaupt ein digitaler Zwilling ist. Und auch da ist es wieder so, dass man da klar auch vor den Kunden sich abgrenzen muss, was ist überhaupt bei uns im digitalen Zwilling mit drin, was wollen wir vielleicht auch noch integrieren von den Ideen, aber was gehört vielleicht bei uns auch nicht dazu. Kommen wir nun also zu den Top 10 Learnings, die ich euch gerne mitgeben möchte. Die wichtigste Tätigkeit im Unternehmen ist Verkaufen. Gerade wenn man wie ich nicht der geborene Verkäufer ist, muss man sich trotzdem immer wieder auch um das Verkaufen kümmern. Einerseits um die Bindung zu Kunden aufzubauen, die Kundenbedürfnisse kennenzulernen und zu befriedigen zu können. Aber auch man muss auch noch sich außerdem um alles andere kümmern als Punkt 2. Man ist für alles verantwortlich und das beginnt
beim Briefkasten zum Briefkasten, vom Brief zum Briefkasten bringen und endet bei der Vision des Unternehmens. Man muss natürlich nicht alles selbst umsetzen, aber letztendlich muss man für alles die Verantwortung tragen, dass die Sachen funktionieren. Der dritte Punkt ist Gegenwind. Ihr werdet sehr viele, sehr gute Unterstützung erfahren, sehr viele Leute kennenlernen, die euer Produkt super finden und gerne mit euch zusammenarbeiten. Aber es gibt auch immer wieder Personen, die entweder euer Produkt nicht gut finden oder auch allgemein, dass ihr euch selbstständig machen wollt und damit auch ein gewisses Risiko eingeht. Das müsst ihr einfach mit berücksichtigen und mit einkalkulieren. Dann Punkt 4, ein Startup ist kein 9-to-5-Job. Und das meine ich sowohl von der Arbeitsbelastung als auch von den Arbeitszeiten. Natürlich muss man auch mal am Wochenende arbeiten, früh morgens oder auch spät abends. Und zum anderen gibt es auch Zeiten, in denen man für zwei Personen gleichzeitig arbeiten muss. Es gibt einfach gar nicht immer diese Zeit, andere Personen das in der Zeit schon beizubringen, was man für die notwendigen Tätigkeiten dann braucht. Kommen wir zum fünften Punkt. Ihr müsst eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Und vor allen Dingen Risiken auch managen. Das bedeutet, ihr solltet immer die Risiken zwar eingehen, aber nur kalkulierte Risiken. Und wenn diese Risiken größer sind, diese durch Verträge oder durch die Gesellschaftsform wie eine UG oder eine GmbH abfedern. Punkt Nummer 6. Habt eine klare Vision, wohin euer Startup gehen soll, aber bleibt beim Prozess der Umsetzung agil und flexibel und setzt dabei vor allen Dingen auf die Daten und die Ergebnisse, die ihr von euren Kunden zurückgespiegelt bekommt. Punkt Nummer 7. Plant Puffer in euren Plänen sowohl in der finanziellen Sicht, aber auch in der zeitlichen Sicht ein. Und vergesst diese direkt wieder. Was meine ich damit? Diese Puffer sollten wirklich für Notfälle gedacht sein und nicht dafür, noch ein Feature zum Beispiel weiterzuentwickeln, was ganz schön wäre, sondern wirklich für Notfälle, die unvorhergesehen dazukommen. Weil diese werden immer auch mit dazukommen. Damit kommen wir zu Punkt 8. Bleibt innovativ. Begeht nicht den Fehler, dass ihr einmal ein super Produkt oder eine super Dienstleistung entwickelt und diese dann einfach nur weiter vertreibt, sondern schaut euch immer an, welche Trends es gibt und passt diese Lösungen auch immer an die aktuellen Gegebenheiten an. Punkt Nummer 9. Lernt außerhalb eurer Komfortzone. Und damit meine ich zum einen, dass ihr wirklich neue Sachen lernt und euren Horizont erweitert, aber zum anderen auch, dass ihr lernt, außerhalb eurer Komfortzone zurechtzukommen. Weil als Unternehmer wird man immer wieder mit Situationen konfrontiert, die außerhalb eurer Komfortzone liegen. Also get used to it und lernt es kennen. Und Punkt 10, den wir heute auch schon häufiger gehört haben, das Networking. Das Networking ist als Unternehmen extrem wichtig, gerade im B2B-Bereich. Euch werden dadurch neue Türen geöffnet. Und ich denke, heute Abend mit dieser Veranstaltung nimmt man da auch schon einen guten Schritt in die richtige Richtung. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und das Wichtigste ist vor allen Dingen, hab bei allem dabei immer Spaß. Danke, Dominik. Übrigens ein Partner auch im CIT. Ja, und als letzten Redner darf ich Professor Sebastian Grobler vorbitten aus der Medienproduktion in Detmold. Und zwar gibt es jetzt die Einblicke in den neuen Kurzfilm zum digitalen Zwilling. Ja, wir sind ja quasi schon, danke Anja, für die Einführung beim Thema, eben gelandet, digitaler Zwilling.
Jetzt ist das bei uns vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Es geht nämlich um einen fiktionalen Kurzfilm, der gemacht wurde, zusammen mit dem CIT. Und zwar haben Anja und ich schon lange rumgesponnen, was wir mal zusammen machen können, was sind so die Themen hier. Und ich bin Dekan Fachbereich Medienproduktion. Und ja, und wir haben dann irgendwann einen Startschuss gemacht, 2022, mit einem Medienprojekt. Das sind so größere Projekte, wo Studenten Projekte so in der Endphase ihres Studiums realisieren. Und ja, ist ein nicht ganz unaufwendiges Projekt geworden, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Und ich bin eigentlich, wäre ich hier gern zu zweit, weil mein Kollege Professor Rico Dopa, der sozusagen für den VfX-Anteil zuständig ist, aber der kann leider nicht sein, weil er eine dieser Krankheiten hat, die uns sehr beschäftigt hat die letzten Jahre. Ich wusste gar nicht, dass es das immer noch gibt. Und ja, deshalb bin ich heute hier allein. Ja, jetzt würde ich einfach erstmal sagen, wir zeigen mal einen kleinen Trailer von den Dreharbeiten, ja? Ja, so einen kleinen Eindruck gehabt. Es war super heiße Tage im Sommer. Da war dann die Frage, ob wir noch drehen dürfen bei über 40 Grad. Und ja, ich bin eigentlich Regisseur von Haus aus. Also es gibt Regisseure hier. Wir machen richtig Filme im Fachbereich Medienproduktion, falls ihr das noch nicht gehört habt. Der Rico Dopa, der heute nicht da sein kann, ist VfX-Supervisor gewesen, hat in London lange gearbeitet und hat wirklich große, tolle Projekte wie Gravity, Tribute to Panem, solche Filme, Captain America gemacht. Solche Leute gibt es hier vor Ort. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben doch die Studenten etwas rausgefordert. Die haben auch ganz tolle Sachen gemacht, mussten dafür aber auch ein bisschen leiden, weil es ein Riesenprojekt war. Und es gab nämlich auch noch einen zweiten Teil. Erstmal haben wir ein Semester das Ganze gedreht, entwickelt, das Drehbuch dann gedreht. Wir haben auch mehrere Ideen gepitcht und wurden dann ausgewählt. Eine Idee zum Thema Digital Zwilling. Drehbuch entwickelt, gedreht. Und dann kam der zweite Teil, die Postproduktion. Und die Postproduktion bei Visual Effects ist sehr, sehr aufwendig. Die wird normalerweise bei einem Hollywood-Film mit 600 Leuten gemacht. Wir haben die dann zu fünft oder sechs gemacht. War zwar nur ein Kurzfilm, aber dennoch sehr, sehr aufwendig und da wollen wir jetzt ganz kurz auch noch mal einen Ausschnitt für uns zeigen. Ja, lange Tage am Computer, sehr viel Know-how, sehr viel Entwicklung. Also der Charakter, den ihr da eben gesehen habt, der musste ja auch komplett entworfen werden.
dreidimensional dargestellt werden, sozusagen Prototyp entwickelt werden, dann muss der bewegt werden und so weiter. Sehr, sehr aufwendig. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Bilder an, wo sozusagen Schauspiel und der digitale Zwilling zusammenkommen. Die Figur, klickt ihr noch mal an. Okay, ist dunkel. Ja. So. Okay. Okay, ein klein bisschen dunkel hier. So, jetzt kommt das Wichtige. Heute ist eine Premiere. Ja, wir zeigen den Film hier zum allerersten Mal. Danach wollen wir die gerne auf so Wissenschaftsfilmfestivals, die gibt es nämlich weltweit, schicken. Wir haben versucht, natürlich eine amüsante Umsetzung des digitalen Zwillings zu erzählen. Das kommt vielleicht schon so ein bisschen rüber. Es gibt da hinten nachher auch ein Kino. Da könnt ihr immer wieder den Film sehen, die nächsten 2 Stunden. Und ich möchte alle bitten, sich diesen Film anzugucken, weil es wirklich eine große Leistung ist für unseren Fachbereich, glaube ich auch für Lemgo. Ich glaube, das ist schon was sehr, sehr Besonderes, dass so etwas hier entstanden ist. Wie gesagt, fast 2 Jahre Arbeit. Ich habe 2 Darsteller heute hier. Leider konnten nicht alle. Unser Hauptdarsteller leider auch nicht, aber ich bitte kurz den Jan Kindler und den Gavin Just auf die Bühne. So, Gavin, wie sieht's aus? Ich habe mich dann doch gewundert, als ich den Film am Ende sah. Irgendwie bist du rausgeschnitten worden, du tauchst gar nicht mehr auf. Ja, also dann ist man da, ich heiße übrigens Gavin, Herr Grobler, Gavin Just. Ja, dann ist man da für eine... Ein interner Joke. Ja, okay, er ist eine Woche da und wird dann in so einen Anzug gequetscht. Also ich hatte so einen ganz crazigen Anzug an, es war sehr warm. Ich musste dann auch meine Unterhose ausziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Student hieß, der mir immer diesen Anzug angezogen hat. Sorry, aber es war sehr warm. Ich musste mich komplett darunter ausziehen. Das wollte ich. Da hattest du so Marker an ja, dem also, Ding? Ich hatte so Tracker, also ich weiß so. Tracker Points? Ja, Tracker Points. Und, Trigger. An den Knien, an den Füßen, Trecker. Also nicht die Trecker auf dem Land. Sondern, kannst du es mal höher halten? So. Ja. Die Trecker an den Händen, damit die dann das so analysieren können, in dieses 3D-Programm reinpacken können. Vielleicht kann jemand anderes dazu mehr erzählen. Ich wurde auf jeden Fall eine Woche als so ein Dummy benutzt und dann werde ich einfach rausgeschnitten und bin weg. Ja, er wurde sozusagen ersetzt von dem Charakter. Der Film heißt Mein Freund der Dummy ursprünglich. Das war der Titel der Digitalisierung, Mein Freund der Dummy. Und es geht um einen relativ erfolglosen Erfinder, der einen Freund gewinnt in der Geschichte. Und er hat quasi diesen Freund gespielt als Schauspieler, auch gesamte Mimik, Bewegung, alles. Und das wurde dann später natürlich auch auf den digitalen Charakter übertragen. Das heißt, die Vorleistung, die er erbracht hat, war nachher auch Teil, natürlich nicht mehr sichtbar, aber Mimik, Gestik und so wurde angepasst des Charakters am Ende. So, und dann habe ich den Jan Kindler noch hier. Was war denn dein Job? Ja, ich war so einer, der den Dummy nicht mochte. Ach, ist der so unsympathisch? Ja, der war unsympathisch. Wir haben gegen den demonstriert und der war auch langsam am Arbeiten. Das war es einfach nicht für uns. Ja, hatte die Angst vor den digitalen Zwillingen? Ja, wir waren noch nicht bereit für sowas. Der wollte uns da ein bisschen die Arbeit auch abnehmen. Das war nicht zu uns. Da waren wir total gegen, da haben wir gegen demonstriert. Okay, super. Jetzt seid ihr Freunde. Jetzt sind wir auf jeden Fall, wir sind jetzt Freunde geworden, aber erst nachher. Es hat ein bisschen gedauert. So, jetzt würde ich gern auf die Bühne bitten, den Max Laux, der hatte nämlich die Idee und hat das Drehbuch geschrieben. Komm her. Nee, ihr bleibt hier. Max, komm bitte auf die Bühne, er hat das Drehbuch geschrieben. Dann haben wir den Sebastian Fährling. Sebastian Fährling war Regieassistent, hat Co-Regie gemacht und Postproduktionskoordinator bis Tag und Nacht gearbeitet die letzten Wochen, damit wir heute hier Premiere haben können. Und dann haben wir noch den Dominik Peters, ein Setrunner. Ja, da fängt man so an beim Film, beim Setrunner. Aber Dominik kann auch viel mehr. Marco Lang, Kameraassi und Alicia Dinklo, die das Szenenbild gemacht hat. So, die klassische Frage, Max, wie bist du auf die Idee gekommen? Kannst du das Pikmin nehmen? Ja, gute Frage. Ist ja 2 Jahre schon her.
Ja, wir haben damals so ein bisschen überlegt, wie kann man den digitalen Zwilling dem Publikum näher bringen und haben dann damals drei Ideen ausgearbeitet. Und ich weiß noch, das waren auch verrückte Ideen mit dabei. Wir hatten auch mal irgendwie Roboter in der Zukunft und wie könnte das vielleicht weitergehen, wurde ein bisschen dystopisch. Aber uns war dann doch wichtig, wir wollen das Ganze freundlich darstellen. Wir wollen den digitalen Zwilling als Freund in der Zukunft darstellen. Uns war wichtig, dass er uns, ich glaube, großes Wort war damals Sicherheit. Und haben wir jedenfalls damals diese drei Ideen ausgearbeitet, gepitcht. Und das ist dann die Idee geworden, die ich dann weiter ausgearbeitet habe, innerhalb von 2 Monaten, glaube ich. Und dann war nach 2 Monaten das Drehbuch fertig und dann ging es dann weiter in die Entwicklung, an die Regie. Das war dann auch das erste Mal, dass ich das Drehbuch abgegeben habe und bin jetzt auch natürlich sehr gespannt, was draus geworden ist. Yes. Manchmal so als Drehbuchautor kennt man dann das Ergebnis nicht. Also ich hoffe, eine gute Überraschung heute. Ja, genau. Also vielleicht Sebastian Ferling, sagst du noch ein paar Worte der letzten Wochen hier? Was war los? Ja, ich habe, glaube ich, den Einblick, den Max dann irgendwann nicht mehr hatte, in den letzten Wochen dann sehr, sehr genossen. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Wochen den Film so, bestimmt 100 Mal gesehen. Und es war auch bis zuletzt eine riesengroße Challenge, die ganzen Shots fertig zu kriegen. Wir haben es eben leider gar nicht so genau sehen können, aber der Prozess, diesen Motion-Tracking-Anzug, wo Gavin drin war, wirklich rauszunehmen und dann auch noch die ganzen Informationen zu bereinigen, dann auf das Modell draufzusetzen und gerade diesen Schnittpunkt zwischen Realfilm und Animation zu finden, das ist eine riesengroße Aufgabe und ja, ich freue mich ungemein, dass ihr euch das heute angucken könnt. Ich werde wahrscheinlich auch drin sitzen, wenn im Anschluss irgendwie Fragen sind oder so, ich stehe gerne dafür bereit. Aber ich muss ihn nicht mehr sehen. Jetzt ist eure Zeit, vorbeizukommen im Kino und den Film zu erleben. Ja, jetzt würde ich nicht, dass wir alle durchgehen. Ist es okay für euch? Ich frage jetzt einfach mal nochmal die Alicia, was so die Herausforderungen des Szenenbilds waren. Sag auch nochmal kurz, was ein Szenenbildner macht. Ich muss auch sagen, ich war nicht darauf vorbereitet, jetzt heute hier zu reden. Deshalb, schlussendlich ist das Szenenbild dafür da, dass am Set das, was man später dann wirklich im Film sieht, gut aussieht, sag ich mal. Also wir kümmern uns darum, dass, wenn wir jetzt in der Küche drehen, dass die Küche vernünftig aussieht, wie eine Küche, in der man auch wirklich wohnt und nicht wie eine, die beispielsweise irgendwo in einer Ausstellung steht. Das heißt, wir haben teilweise Sachen selbst gebastelt, gebaut. Wir haben von Leuten zusammengesammelt, irgendwelche Lampen. Unter anderem wurde in der Werkstatt gedreht, die haben wir noch gestrichen. Ich habe den Film selber auch noch gar nicht gesehen. Ich habe die ganzen Prozesse auch noch nicht dahinter gesehen. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, ob das jetzt schlussendlich wirklich so geklappt hat, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Ja, dann sind wir mal alle sehr gespannt und wie gesagt, guckt euch das Ding an, das ist eine Besonderheit. Wir sind wirklich sehr, sehr happy, dass der auch fertiggestellt wird. 2 Jahre, da klingt so ein bisschen Kritik mit, aber es war trotzdem eine sehr harte Arbeit, weil wir ja, wie gesagt, nicht so viel 100 Menschen waren, sondern ein paar wenige, das sehr, sehr lang und ausgiebig arbeiten mussten. Ich bedanke mich jetzt nochmal ganz kurz bei dem ganzen Technikteam, was überhaupt heute diese ganze, hinten links ist dann das Kino, da gibt es auch Popcorn. Und da könnt ihr den Film sehen, die sozusagen das Ganze technisch aufgestellt haben. Johannes Schneider, Leonie Schütte und Sebastian Schütte und Simon Menz. Die haben das alles hier aufgebaut und sind unser Technikteam auch vom Fachbereich Medienproduktion. Und ja, wenn ihr das alles mal toll findet und vielleicht habt ihr mal tolle Ideen, was ihr gerne machen möchtet mit Medienproduktion, mit Film, mit VFX, ihr könnt uns heute gerne alle ansprechen. Ja, vielen, vielen Dank. Ganz kurz vielleicht noch die Info, wie wir uns das eben gedacht haben mit dem Kino. Der Film läuft ungefähr 13, 14 Minuten und wir haben gesagt, wir spielen alle halbe Stunde den Film neu an. Ihr werdet sehen, wenn ihr vorbeilauft, wenn die Tür zu ist, dann läuft der Film. Ansonsten kommt gerne rein. Es wird dann auch ein kleiner Timer laufen, wann die nächste Vorstellung beginnt. Kommt gerne vorbei. Bis gleich.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, zum weiteren Ablauf nur noch. Das Team geht jetzt zurück zum Kino. Das ist, wie gesagt, hier um die Ecke, ist alles vorbereitet. Ich denke mal, so Start in 10 Minuten, würde ich sagen. Dann können wir das erste Mal den Film starten. Ihr macht die Tür dann zu. Versorgen Sie sich mit Getränken, Popcorn. Wir öffnen jetzt auch das Buffet. Das ist hier vorne in dem Raum aufgebaut. Ja, der Kollege geht schon von der Tür weg. Musste gar nicht. Da ist das Buffet, da gibt es auch noch mal Getränke. Denkt auch an den Kaffeeroboter. Die Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino sind alle frei. Ihr müsst allerdings ein Pfandgeld hinterlegen, damit wir die Becher alle wieder bekommen. Ja, und ich möchte mich auch noch mal mit dem Dankeschön anschließen, weil es ist immer wahnsinnig viel zu organisieren, um so ein Event hier auf die Beine zu stellen. Ganz lieben Dank an meine Kolleginnen beim CET, Olga Grunau und Sabine Steiner-Lübbers, ohne die das hier gar nicht möglich gewesen wäre. Und auch ganz lieben Dank an Helge Grunau von der Campus Foundry. Also, auf ans Buffet, zum Kaffee und zum Film. Danke euch.